Ach, guck mal, Pineview Drive. Dürft euch schon mal drauf freuen. Das ist übrigens das nächste Horrorspiel, was wir spielen werden. Ja, ich kündige es jetzt mal an. Das ist Pineview Drive, auch als Live-Let's Play. Ist von denselben Machern. Ist aber noch ein bisschen spektakulärer als wie das jetzt hier. Und das ist irgendwie eine Vogel... Kann das sein, dass es der Stammeshäuptling ist, der da lacht immer im Hintergrund? Hallo. Der mal kichert im Hintergrund, so. So. Du hast die Nachtschicht erfolgreich überstanden. So. Ich trinke nochmal einen Schluck. So, 7 Gerichte. Hoppala. 7 Gerichte. Dann, oder 7 Sachen aufsammeln. Da ist schon wieder so eine Kacklasagne. Die braune Soße. Ich frage mich, warum bleibt die Scheißtür nicht offen? Weißt du warum? Warum lässt er einfach die Tür nicht offen? Wäre viel einfacher. Dann würde er sich so viel Zeit sparen. So. Ab in. Vor allem. Ich sag schon gar nichts mehr. Weißt du, er muss. Ernsthaft. Was ist denn das? Nein, es ist wahrscheinlich der Staubsauger, oder? Ich hab keine Ahnung. Ganz ernsthaft, warum muss er alles einzeln tragen? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Huch, hallo. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum er alles... War hier noch was auf der Theke? Da. Kann ich das... Kann ich die... Hallo? Das kann ich nicht einsammeln. Okay. Das hört sich an irgendwie wie Badezimmer. Ich bin mir nicht sicher. Ist das? Ja, es war Waschbecken. Ich bin froh, dass man die Geräusche so gut unterscheiden kann. Das macht das Spielerlebnis natürlich noch viel, viel besser. So. Auf jeden Fall ist es nicht so ein Kack-Game wie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist Gott sei Dank nicht so ein Kack-Game wie Emily Wants to Play. Weil... Ernsthaft. Weil Emily Wants to Play war echt... Boah, Alter, das war ja nur so ein Jumpscare-Kacke. Aber hier hast du wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Hier, weißt du... Ah, hier musst du das und das machen. Hier kannst du noch was erklären, ne? So, 2 Gerichte noch. Die Frage ist... Uah, wir müssen uns ja ein bisschen beeilen. Weil wir müssen die Nachtschicht ja rumkriegen. So. Ja, wo ist denn... Ist es hier? Nein, das war's nicht. Oh Gott. Welches Telefon ist es denn? Oh Gott. Ist es das hier? Nein. Oh Gott. Ja, es ist zu laut. Sorg für Ruhe. Ach, hier. Warte mal. Oh Gott sei Dank, Alter. Oh, da, ich scheiß mir in die Hose. Ah, hier. Guck mal, hier ist noch eine Flasche. Aber wo ist denn dann das letzte Ding? Ich, ach, ernsthaft. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, der Häuptling. Ich habe keine Flatrate für nachts. Ja, hör mal, hier ist Herbert. Warum rufst du nachts um 3 an? Nachts ist billiger. Wo ist denn... Oder gehört die Flasche doch... Oder die Dose doch dazu? Warte mal, ich probiere es mal eben. Wie spät haben wir? Alter, 4 Uhr schon. Ich muss mich beeilen. Nein, die Flasche ist es nicht. Oder die Dose. Ich muss... Hallo. Ich bleibe immer an den Hockern hängen. Wo ist denn... Hä? Wo ist denn das letzte Gericht? Oh Gott. Ernsthaft? Lass den Staubsauger aus. Hier wird nicht gesaucht. Wenn einer saucht, bin ich das. Okay, es klingt falsch, wenn ich das so sage. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier ist mein Büro. Hallo, meine Freunde. Oh Gott, hier ist auch noch ein Telefon. Ach, du heiliger Strohsack, das kann ja noch lustig werden. Das kann ja noch heiter werden. Oh Gott. Das wird ja noch geil. Aber wo ist denn bitte das letzte Gericht? Oder hier das letzte hier, die Tische, wo ich aufräumen soll. Ah, hier. Oh, das wird knapp, Alter. Das wird... Wow, wow. Ja, ist ein Gruselspiel. Nennt sich Joe's Diner. Wow.
für die Leute auf YouTube. Wie gesagt, wir sind Live-Let's Play. Und, ja. Gerade jemand gefragt. Okay, da liegt nichts. Alter, hier, guck dir den Tisch an. Gibt's da gar nicht. 8 Gerichte. Na, mach fertig. Ich will mich natürlich ein bisschen beeilen, weil ich natürlich keine Lust habe, dass hier irgendwas passiert. Deswegen beeile ich mich ein bisschen. Ich weiß, ihr würdet es gerne sehen, aber ich möchte es nicht sehen. Ich habe keine Lust, was da auf mich wartet. Ganz ernsthaft. Und das Schlimme ist, du musst die Geräusche ja auch noch untereinander unterscheiden, was da so kommt. Weil gleich geht's wieder los. Oh, ernsthaft. Staubsauger, ne? Oder? Was ist denn das? Ist das Telefon? Nee. Hä? Ach, das ist der Föhn bestimmt im Klo, oder? Ist es der Föhn? Tatsache, gibt's ja gar nicht. Ich glaube, der Häuptling will sich die Haare föhnen. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Du hast... Was ist das denn? Was ist das denn für ein Geräusch? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, hört sich an wie irgendwie eine Antenne oder sowas. Ich nehme noch eben so ein Gericht mit. Hallo? Was soll denn das sein? Warte mal, Büro, ne? Vielleicht im Büro? Ein Fax oder so könnte das sein. Tatsache. Ernsthaft? Noch 4 Gerichte? Alter, 22 Zuschauer. Seid ihr verrückt? So. So, noch 3 Gerichte. Noch 3... Ernsthaft, er ist schon wieder. Der will mir wahrscheinlich einen Fax schicken, wo er dann reinschreibt sowas, so Sachen wie: Na, hallo, ich bin da. Ich bin der Häuptling. Ich bin der Häuptling. Ich habe keine Zeit für die Scheiße hier. Hör auf damit. Ich muss die Tische abräumen. So. Und das Schlimme ist, ich muss jede Flasche. Weißt du, eine Flasche nimmt er mit zum Mülleimer. Anstatt dass er direkt reinnimmt. Nein. Er hat ja nur Papierhände. Er kann mehr nicht tragen. So, hier haben wir die Tische leergeräumt, ne? Ja. Ich guck mal eben schnell. Da ist noch eine Flasche gewesen. Wie spannend das ist. Ernsthaft? Was ist das denn? Das hört sich an wie der Eieruhr. Was ist denn das? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was es ist. In der Küche vielleicht irgendwas? Ist zu laut, Sorge für Ruhe. Ja, wie denn? Wenn ich nicht weiß, was es ist. Hilfe! Was soll das denn sein? Oh Gott, ich habe Angst. Alter, uha. Was soll das denn sein? Ja, natürlich. Und jetzt geht noch irgendwie der Staubsauger an. Willst du mich verarschen? Nein, der Föhn. Oh Gott. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Gleich ist wieder Game Over. Ich habe keine Ahnung, was das ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe keine Zeit für die Kacke. Ich muss die Tische freiräumen. Tut mir leid. Du musst jetzt aber ein bisschen zuhören. Mir fehlt noch ein Gericht und ich weiß nicht, wo es ist. Oh Gott. Du hast die Nachtschicht erfolgreich überlebt. Was? Was war das für ein Klingeln vor allen Dingen? Ich habe keine Ahnung. Was soll denn das gewesen sein? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, 9 Gerichte wollte mich verarschen. Boah, ich scheiße mir in die Hose. Lalalala. Ich beeile mich mal ein bisschen mit den Gerichten, damit wir ein bisschen schneller durchkommen hier. Na. Damit wir ein bisschen mehr Zeit haben für die ganzen Sachen hier. Natürlich. Alter, wer frisst denn hier so viel? Ernsthaft. Entweder Staubsauger oder Föhn, aber ist mir jetzt egal. Ich lasse jetzt mal Föhn oder so Föhn sein, weil...
Haben wir hier noch was? Nein, hier. Ah, hier. Das ist der Föhn, ne, oder? Das müsste der Föhn sein, bin mir nicht ganz sicher. Nein, ist er nicht. Oh Gott. Dann ist es der Sauger. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh. Schlimm ist, ich muss mich auch beeilen, dass ich die Nachtschicht rumkriege, dass ich alles freiräume. Aber ernsthaft. Nein, das ist der... Das ist diesmal der Föhn. Ich glaube zumindest. Na, ich bleib überall hängen. Nein. Was ist denn das? Ach, das Telefon ist das, ne? Ja, ist zu laut. Sorg für Ruhe. Der kann mich am Arsch lenken. So. Ernsthaft? Soll er selber für Ruhe sorgen? Der Häuptling. Ehrlich jetzt. Weißt du, ich war gerade... Anstatt da einfach die Sicherung runtermacht, ne? Wenn du doch hier im Diner bist und du erlebst es eine Nacht mit, ne? Dann machst du doch die ganze Sicherung raus und machst einfach nur so, dass Licht an ist oder so. Ja, so im Scheißhaus ist Ruhe. Überleg mal, bis kacken, ey. Und dann geht auf einmal der Föhn an. Da kneifst du erstmal die Wurst ab. Da ist erstmal so ein Obama, ey. Bist du erstmal so am Abkneifen. Ich glaube, wenn er immer den Staubsauger anmacht, will er damit uns sagen, ja, es wird Zeit, dass du hier mal saugst, ja. Also nicht das, was du jetzt denkst mit saugen, ne, sondern den Boden reinigen. Ne? Er hat saugen gesagt. So. So, dann wollen wir mal die letzte Flasche da hinten, ne, die oben auch links im Bild ist, so. Und dann geht's jetzt los. Lalala, aber ein bisschen mehr Zeit für die Sounds. Ehrlich jetzt? Nein. Geht's hier auch rein? Tatsache. Woher weiß ich denn... Ist es immer derselbe Föhn? Kann ich hier auch den Föhn? Ah, es ist dasselbe Geräusch. Natürlich super. Alter. Boah, ii. Wer geht denn auf so einen Klo noch kacken? Ganz ehrlich. Boah, Alter, nur damit den Lümmel würde ich da reinhalten. Ach, guck mal, das ist das Sunset Motel. Mit TV. Vielleicht soll ich darüber gehen und da arbeiten. Dann lasse ich die Nachtschicht... Ehrlich jetzt. Soll ich jetzt vielleicht die Nachtschicht einfach mal hier liegen lassen? So. La 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 la. Kann ich nicht einfach nach Hause gehen? Ich will nach Hause. Warte mal. Yeah. Hallo, meine Freunde, und willkommen in mein Joe's Diner. Nachtschicht erfolgreich überstanden. Also bisher ist noch nicht viel passiert. Ich bemühe mich ja so gut es geht, dass nichts passiert. Ich bemühe mich ja. So, Kacklasagne nehmen wir mit. 22 Uhr fällt die Nachtschicht an, so wie es auch... Hallo? 10 Gerichte. Ernsthaft? Es wird immer mehr. Hallo? Hallo? Wenn ich nicht klemmen bleiben würde, immer die ganze Zeit irgendwie hier. So. Okay. Auf dem... Ich glaube, auf dem Tresen liegt, glaube ich, diesmal nichts, wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe. Ernsthaft? Yeah. Hallo. Danke, Häuptling. Vielen lieben Dank für die Musik. Finde ich voll geil von dir. Da kann ich wenigstens ein bisschen entspannter arbeiten. Guck mal, liegt noch ein Burger mit Pommes. Boah, könnte ich jetzt so gerne essen. La 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 la. Alter, die Musik, ne? Du hast voll den Ohrwurm. La 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 la. Warte mal, guck mal, kann ich auch. So, wollte ich mal gemacht haben. Entschuldigung. Was ist das denn? Ernsthaft? Da will mich der Häuptling noch glatt anrufen. Aber ich habe keine Flatrate, habe ich dir schon mal gesagt. Ich habe keine Flatrate. Ruf mich bitte nur morgens an. So, 5 Gerichte noch. Ich hoffe, ich finde die alle.
Ernsthaft? Es gibt keine Pommes jetzt um die Zeit. Wir haben geschlossen. Und Pommes nachts ist nicht gut. Da kriegst du Kackerei von. Vor allem kannst du nicht schlafen. Das Einzige, was du kriegst von mir, ist ein Tee, wenn du willst. Aber kein Kaffee. Um die Zeit. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Hallo? Na. Lala, 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 lala. Ich habe gesagt, Tee, kein Kaffee. Der kann nicht hören, ne? Der Geist. Der Geist, der immer auf die Brille scheißt. So, was nehmen wir denn hier mit? Nehmen wir mal hier mit irgendwie die, keine Ahnung, Eis oder was auch immer das war. Ich weiß es nicht. Ist jetzt, wow, super spannend fürs Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, es ist, glaube ich, immer noch die erste Folge. Ich, ist jetzt nicht so Horror. Was ist das denn? Hört sich an wie eine Dusche. Oh. Okay. Drei Gerichte noch. Es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad, habe ich gesehen. Man kann doch nicht irgendwie einstellen, ob schwer oder so oder tralala, sondern es gibt nur einen Spielmodus. Ich, ah, hier. Und wo ist das letzte? Ach, da. Okay. Hallo? Ich glaube, nächstes Mal fange ich von hinten. Ernsthaft? Ich glaube, nächstes Mal fange ich von hinten an. Okay, es ist zu laut. Okay, vielleicht sollte ich nicht so viel. Vielleicht sollte ich nicht so viel rennen. Ich weiß ja gar nicht, wann. Wann das anschlägt, richtig? Nee. Wo ist. Hallo? Ach, da. Vielleicht sollte ich diesmal nicht mehr so viel rennen, weil wir sind ja so langsam. Wir sind bei der Schicht. Hier kann man so ein bisschen erkennen, Schicht 6 sind wir. Und wir haben soweit alles leer geräumt. Jetzt geht es nur darum, die Nachtruhe zu bewahren. Ich glaube, ich fange demnächst einfach von hinten an. 6 Uhr, wir haben es. So. Dass er immer wieder neu laden muss, ne? Für ein paar Gerichte hinstellen. Ich fange diesmal von hinten an, damit ich von hinten ein bisschen. Okay. Dann ist es, glaube ich, nachher ein bisschen besser. Alter, 10 Gerichte. Bin gespannt, weil bei was bei nach 30 kommt. Okay, die Tische haben wir leer. Hier sind noch Donuts am. Ehrlich jetzt? Das müsste hier sein, oder? Gott sei Dank, Alter. Jetzt ruft er mich auf dem Wahlscheibentelefon an. Kennst du das noch von früher? Scheiße, verfehlt nochmal von vorne. Voll geil. Die alten Posttelefone kennt kaum noch einer heutzutage. Meine Oma hat noch eins. Im Übrigen. Ich glaube, da lacht, glaube ich, immer dieser Häuptling im Hintergrund. Der freut sich immer, wenn das